left you something downstairs. Also ich habe dir irgendwas unten hinterlassen. Es wird und es wird meine größte Erfindung sein, die ich, also meine größte Erfindung bis jetzt sein. Spiel unsere versteckte oder unsere geheime Melodie und ich werde die Tür öffnen. Unterschrieben von Emily. Hier steht sonst nichts drauf. Ich kann hier nichts drehen, ich kann mich nicht bewegen. Wie heißen die englischen Zimmer, die du hast? Kitchen, Front Door, Study, Music Room, Office und Dining Hall. Hm. Ist vielleicht in deinem Text irgendwie versteckt, die Worte? Nee, ich habe ja auch nicht mal 6 Sätze. Wie viele Zeilen hast du? Zeilen 6, weil einer davon in the pantry ist. Jetzt vielleicht die Anfangsbuchstaben oder so, aber... Front? Ist 4-mal, ist 5-mal ein I und einmal ein A. Ja. Nee. Study. Kannst du nochmal vorlesen? I've been working on this iteration for 1 year now in the study. I'd like you to keep it safe for me, Lurk. Hm? Look after it really well, like you did with the 2 kittens you found in the pantry. In 5 years, when I gain more knowledge, I'll come back and complete it. I'll be sitting by the diner table waiting for you. Wenn das mit in the study. Was heißt denn in the study? Vielleicht ist das gar nicht study, sondern das ist einfach nur das Office. Und danach geht es ja darum, dass er studieren, also dass er studieren geht, richtig? Ich arbeite an dieser Wiederholung für 1 Jahr. In, ja? Der, in the study. Ja. I'd like you to keep it safe. Ich möchte, dass du es für mich aufbewahrst oder das Geheimnis für dich behältst, wie immer sei. Mhm. Look after it really well. So wie du es auch mit den beiden Katzen gemacht hast, die du in the pantry gefunden hast. In 5 Jahren, wenn ich ein bisschen schlauer geworden bin, komme ich zurück und werde es fertigstellen. Ich werde am Essenstisch auf dich warten. So, wenn das Ding jetzt eigentlich das Office ist, so, das Ding ist, es, also sie arbeitet im Office. Dann soll ich es, wie es in der Küche ist, sicher halten. Dann studiert sie 5 Jahre, kommt zur Vordertür wieder rein und setzt sich am Dining Hall. Doch nicht. Sehe ich denn? Something downstairs that will be my greatest invention yet. Play our secret melody and I will open the door. Mich nicht bewegen. Geht nicht. In einem der anderen Dinger noch ein Hinweis selbst für mich. Post Office. Postbox Nummer 28. NBWS. Das war dein Hinweis.
Keine Hinweise mehr. Oh Gott. Ich glaube, ich hab. Ich bin mir nicht sicher. Das Einzige, was mich jetzt stört, ist Pantry. Aber egal. Du nimm mal drei Glocken, ja, die du hast. Ja. Study, Kitchen, Dining Room, ja? Ja. Mach mal einmal Study. Einmal Study. Zweimal Kitchen. Ja. Fünfmal Dining Room. Ja, war richtig. Oh, ist das doof. Also bevor ich runtergehe, wie kam das jetzt? Ja, das, was ich gelesen habe, jeder Satz fängt mit einer Zahl an und danach kommt der Raum. I've been working for the iteration for 1 year in the study. Like oh two kittens in the pantry. 5 years I'll come back and sitting in the dining room. Oh Mann. So, wo muss ich hinklicken, dass ich hier reingehen darf? Ah, jetzt kann ich einfach noch runter. Das kannst du runterscrollen. Ja. Ah, fast, das war doof. Das kann ich zerstören, Schatz. Kann ich das zerstören? Ich habe einen Korken rausgezogen. Ja. Ich kann das fast zerstören. Ich muss die ganze Zeit anspammen. Eine Uhr runtergefallen? Oh ja. Warte, wann fängt sie von vorne an? Wahrscheinlich gleich, wenn sie. Okay, also. Hoch, rechts, hoch, 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 rechts, runter. Hoch, rechts, hoch, rechts, also einmal hoch, einmal rechts, dreimal hoch, einmal rechts, einmal runter, richtig? Guck nochmal und sag nochmal. Ja, einmal hoch, einmal rechts, dreimal hoch, einmal rechts, einmal runter. Sag, wenn du das eingegeben hast. Ja, wie kommt er so rum? Och, es war wieder einfacher als gedacht und wir waren wieder richtig schlecht. So. Hoch, rechts, hoch, 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 rechts. Warte, falsche Taste gedrückt, was macht nichts. Rechts, einmal runter. Jetzt müsste es sein, rechts, rechts, rechts. Eins, zwei, drei. Runter, rechts. Runter, rechts. Runter, runter, rechts. Runter, runter, rechts. Ja. Darum steht ein Zug. Und weiter geht die Fahrt. Chapter 3. It was easier than I thought to extract time from animals. Now I had to learn how to do the same with people. I knew Lurk wouldn't want to harm the people who went into the clock. So I decided to give them a way out. Also du willst es von den aus den Personen jetzt quasi machen, die Zeit extracten und ich habe mich gerade beschlossen, für diesen Weg rauszufinden. Okay, neues Gebiet. Ganz 37. Neu. Was? Ja. Also, okay, ja, 37. Closed Tracks scheint auch diesmal ganz geschlossen zu sein. Es gibt nämlich kein neues Ding mehr. Ja. Eins, das Haus ist wieder da und in dem Wald hängen. Ja, nach rechts. Ja. Und die Glühbirne an dem Haus kann ich anmachen, die hängen vor mir im Bild. Ja. Beim Post Office in dem Fall Glühbirnen. Ja. Bei Ravens auch. Und das große Haus, in das wir nicht reinkommen. Wenn du einmal im Kreis gehst, schlägt auf jeden Fall eine Glock, aber ich kann nicht sehen. Ah, mach mal alle Lampen an. Auf allen Seiten? Auf allen Seiten. Ja, okay, ich sehe es gerade. Es hält trotzdem nicht auf. Okay, das heißt, nur bestimmte Lampen dürfen am Ende an sein, nehme ich an. Aber gehopst wie gesprungen erstmal, würde ich sagen. Post Office? Haus. Okay, ja. Haus. Wohnhaus. Ein Telefon. Und ja, Telefon ist relativ, aber ja. Sprechdrahtanlage. Okay, und 1, 2, 3, 4 habe ich drauf und 0. Ja, ich habe die anderen Zahlen. 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe noch ein Plus und ein. Ich habe einen Stern und eine Raute noch, ja. Ja, ich habe ein Plus und eigentlich ein Minus, beziehungsweise ist eher eine Welle als ein Minus. Kann mich nicht umgucken. Wenn du Tasten drückst, gibt's Texte bei allen.
Bei wirklich allen. Ja, wir werden wahrscheinlich der Reihe nach. Du kannst, warte mal, ach ja, bei allen. Stimmt, das wird einen Text ergeben bei mir, glaube ich. Warte mal. Geh nochmal neu rein, damit die Texte nochmal weggehen. Du kannst aber den Hörer anklicken. So. Ah ja, sonst bleibt's auch stehen. 5, 6, 7, 8, 9. Achso, ich kann mir 4 Texte anzeigen lassen, aber ich habe ja 6 Knöpfe. Ich kann mir 5 Texte anzeigen lassen, aber 7 Knöpfe, so rum. Angry, but don't hang up on me yet. I really want you to. Okay, ja, also es ist nicht, also wir haben hier verschiedene Dinge, aber die sind nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge. Ja. Angry, also ja, wir müssen wahrscheinlich jetzt die richtige Reihenfolge finden. Für unseren eigenen Text? Wahrscheinlich nicht. Weil ich kann deine Zahlen ja so oder so nicht eingeben. Ja. Ja, warte mal, was ist denn hier bei Plus und Minus noch? To visit there is no now a dark tower. There, you know, your raven that you went missing the one. Ich vermute, wir werden den Text irgendwie zusammensetzen müssen, oder? Ich glaube, meins fängt an mit Hey, Lurk, I'm so glad you finally was pouring down and made me scared. And make me scared earlier, but you never mind. I you still. Ne, da fehlt mir dann was. Wahrscheinlich wird ein Satz zu mir kommen. Du lest nochmal den. Ich habe schon ein bisschen was zusammengesetzt, ne? Are you still. Da passt sonst nichts hin. Also ich würde sagen, mein Text fängt an mit Hey Lark oder Lurk. I'm so ja. Glad you finally. Da ist bei mir schon Ende übrigens. Jetzt wird meins kommen. Wahrscheinlich. I'm so glad you finally decided to pick up the phone. I've been leaving. Warte, ich habe irgendwo ein earlier. Ja, genau. I've been leaving earlier, but you never mind. Are you still? Mad at me when I arrived? Wo endet es denn bei dir? Mit welchem Wort? Arrived. Oder ich habe hier noch Are you still angry? But don't hang up on me yet. I really want you to. Wahrscheinlich eher das. Ja. Yeah. I really want you to know that before I left I made you something to keep. Wäre es bei mir. It's upstairs. And it's even better. This one cannot die. Was hat. Lest nochmal den Satz vor, bitte? Welchen jetzt? Den letzten, den du vorgelesen hast gerade. Know that before I left, I made you something to keep. Keep you company. I would have told you. I would have told you. Ja. Dann habe ich nur was to, pouring down and made me scared. Das wird nicht passen, oder? Ja. Und you named Cole. I made Denk dran, du kannst auch hier Plus und deinen Stern und deine Raute. Ja, warte, da habe ich dann. Was war das? Der letzte Satz von dir? Ich muss die gerade nochmal suchen. Your company, I would have told you. Ne, da passt. Irgendwas mit einem Butt oder so? I would have told you. Dann habe ich zwei Sätze mit you anfangen, dann mit can. Warte, ich habe den. Oh, warte, einen habe ich vielleicht. I would have told you can, ja? Nee. Oder? I would have told you. Nee, da passt nichts. I would have told. Da kommt der Satz mit. I would have told you earlier. But you never mind, are you still? Da müsste. Das ist der einzige Satz, der dahin passt. Okay. Aber nehmen wir mal an, das ist, wir setzen den Text hier richtig zusammen. Was bringt es uns? Das heißt, wir brauchen eine richtig lange Zahlenkombination. Aber ja, richtig. Also du weißt dann, mit welcher Zahl du anfangen musst. Also es kommt ja eine Zahl von dir
Das ist deine erste. Dann kommt eine Zahl von mir, ja, okay, das ist dann meine erste. Fangen wir nochmal an. Also, für mich setzt sich der Text zusammen mit Hey, Lurk, I'm so glad you finally decided to pick up the phone. I've ja, been das leaving. Klingt gut. Was wäre das ja. für eine Zahl trotzdem bei dir? Bei mir ist es eine 2. Die 7. Bei dir ist es eine 7, okay. Ja. Und das endet auf leaving. Mach bitte nochmal. Leaving, ja. I decided to pick up the phone. I've been leaving. I've been leaving. I've been leaving würde nur bei mir passen. Earlier. Also, I've been leaving earlier, but you, never mind, are you still? Still angry? Are you still angry? But don't hang up on me yet. I really want you to. Jetzt heißt das bei dir, bei mir ist es 3. Die 5. I really want you to. Hast du gesagt, ne? Ja, yeah, I really want you to. I really want you to know that before I left, I made you something to keep. Wäre bei mir die 4. Make you something to keep. Ein Plus und Minus mal gerade. Oder ich habe, ich habe hier noch was anderes davor. Aber warte mal, mit der 5, mit der 5 sind wir uns ja sicher. Nee, Quatsch, mit der 5 sind wir, welchen sind wir, mit der 7 sind wir uns sicher. Die 7 lasse ich mir mal nicht mehr anzeigen. Mir nochmal deinen letzten sagen. Ich glaube, die 3 hattest du, glaube ich, gesagt, oder? Der letzte bei mir ist die 4 und das war Know that before I left, I made you something to keep. Wer passt nur it's keep? Nee, I made you something to keep. Mit einem Punkt dann am Ende? Nee, I made you something to keep. Kein Punkt, nix. Ja, es muss keep you company. Was heißt denn keep you company? Also was dich, was dafür sorgt, dass du Gesellschaft, also oder ja, also was dafür sorgt, dass du nicht einsam bist. Ich habe dir etwas gemacht, was dafür sorgt, dass du nicht einsam bist. Ja, I'll keep you company. Ich habe gerade mal so ein bisschen geholt. Ja, okay, welche Zahl wäre das bei dir? Das wäre die 9, aber und endet auf. Have told you. Und da passt ja bei I dir would have told you. So endet genau. Es, ne? I would have so. Also Komma. I would have told you. Dann hab ich, I would have told you, was pouring down and made me scared. Ich wäre das nicht irgendwie. Also I would have told you what was pouring down and made me scared. Weißt du, was ich meine? Da fehlt das what, das habe ich hier nicht. Dann habe ich zwei Sachen, die auf you anfangen. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. I would have told you can. No, it's not the same. Das geht auch nicht. Nee. I would have told you was pouring down. Macht das irgendwie Sinn? Nein, da fehlt für mich fehlt ein Wort, aber ich bin ja auch nicht so gut im Englisch. Nee, aber I would have. Nee. Aber ich habe zwischendurch, wenn wir nochmal von vorne anfangen. Also der erste ist klar, denke ich. Der erste ist für mich klar. Hey, Lark, I'm so glad you finally decided to pick up the phone. Ja. I've been leaving. Jetzt kommt auch, glaube ich, das earlier ist auch klar. I've been leaving earlier, but you, never mind, are you still? Das angry macht für mich auch Sinn. Ja, nee, aber hier kommt, ich hätte was anderes. Are you still there? You know your raven that went missing the one? Welche Zahl wäre das? Das wäre die Welle oder das Minus. Ja. Endet auf. You know your raven that went missing? The one? Also das der eine? The one you named Cole ist es auf jeden Fall. Ja, okay. The one you named Cole, I made a new one for you. Komma. Made a new one for you. Made a new one for you. Komma, it's upstairs. And it's even better, this one cannot die. Welche Zahl? Die 8. Cannot die. Da ist ein Punkt? Da ist ein Punkt. Okay, es gibt keinen großen und kleinen Schreibung im Text, oder?
Doch, eigentlich schon. Ich habe keinen Satz, ich habe allgemein keinen Satz, der... Ich guck mal. Außer Hey Luck ist das der einzige Satz, der bei mir mit anfängt. Das heißt, das ist das Ende. Das müsste das Ende sein. 08. Also die 8 bei dir. Weil ich habe keins, was mit einem Großbuchstaben anfängt. Dann hätten wir noch das, wenn dein... Lies nochmal dein drittes vor, quasi. Also dein zweites, der dritte Satz insgesamt. Earlier, but you, never mind. Moment, das ist auch wieder ein Punkt am Ende. Are you still there, ist bei mir. Ja, Moment, ja, wenn du auch nochmal einen Punkt am Ende hast, dann geht das gar nicht. Weil ich habe ja nur ich habe drei mit einem Punkt am Ende. Ja, ich habe keinen mit einem Großbuchstaben am Anfang. Ja, richtig. Also ich habe die 5, die 6 und die 8 haben einen Punkt am Ende. Ne, Quatsch, nur die 6 und die 8 haben einen Punkt bei mir am Ende. Das heißt, entweder die 6 oder die 8 stehen am Ende. Na, lass mal weitermachen. Lies mal die 8 vor nochmal. Die 8 ist, it's upstairs. And it's even better, this one cannot die. Okay, warte. Dann achten wir mal nie auf große und Kleinschreibung. Ich habe keinen Satz, der anfängt und Sinn macht. Also, es geht nicht. Kann keinen Satz anfangen. Haben wir vielleicht was anderes für deinen zweiten? Nachdem du... Ich sage ja, decided to pick up the phone. I've been leaving. Okay, oder? I've been leaving. I've been leaving, was pouring down, nein. Ich hab's. Sternchen. I've been leaving you so many messages. Wait, I know you're still. Okay, perfekt. I know you're still. Das ist bei mir übrigens das Sternchen dann. Das heißt, wir haben 2-7 Sternchen. Ja, yeah, I'm know you're still angry, but don't hang up on me yet. I really want you to. Das ist bei dir. Die 5. I really want you to know that before I left, I made you something to keep, würde ich sagen. I made you something to keep. It's upstairs. Ah, nee. I made you something to keep. Kannst du nochmal kurz vorlesen, bitte? Moment, der Satz endet. Startet auf. Before I left, I made you something to keep. Ja, muss ja, I keep you company. I would have told you. Kommt jetzt das mit dem earlier? Das hatten wir noch nicht, oder? I would have told you earlier, but you never mind, are you still? Ja, könnte sein. Was ist bei dir der Company-Satz? Company ist 9. Ja, das passt. Die 3. Are you still there? You know your raven that went missing the... The one. Ist bei dir die 8, ne? Die Welle. Die Welle. Dann kommt bei mir die 0. You named Cole. I made a new one for you. Genau, und jetzt kommt die 8. It's upstairs and it's even better. This one cannot die. Dann fehlt bei mir komplett. Vielleicht gibt's ja auch nicht alle. Jetzt. 5 von den 7, denke ich, sind's nur. Ja, ich hab. Bei mir ist die 1 nicht dabei. Bei mir ist Plus und. Ich glaube die 6, oder? Die 1 und die Raute. Gibt's bei mir nicht. Wenn ich das richtig sehe. Dann nochmal. Also ich glaube 7, 5, 9, Welle 8. 7, 5, 9, Welle 8. 7, 5, 9, ja, das ist das, was Welle du mir gesagt 8. hast. Das ist das, was du mir gesagt hast. 2, 7 Sternchen, 5, 4, 9, 3, Welle 08. Das ist unser Text jetzt. Ja, aber also bei mir passiert nichts, wenn ich hineingebe. 7, 5, 9, Welle 8. Doch, jetzt nochmal den Zurück-Button drücken. 2, also. Sternchen, 4, 3, 0. Und es klingelt. Genau, und jetzt kommt eine Leiter bei mir. Ja, und ich bin nach oben gegangen. Und hier ist mein Rabe, den du mir gemacht hast.
Ja, ich habe hier die Baupläne dafür. Ich habe den Raben, der sitzt in einem Käfig. Und der Käfig hat unten drei Felder, bei denen momentan bei mir ZZZ drin steht. Der hat unten drei Felder. Ich habe ganz viele Baupläne. Kann ich hier umstellen? Ganzes Alphabet, glaube ich. Ganzes Alphabet mit AE noch, O, also durchgestrichenes O, A mit Punkt drüber und dann fängt das Alphabet an. Ah, wie hast du ihn genannt? Cole. Cole? C-O-L. C-O-L? C. Ah, nicht wegscrollen. Ich glaube, in die andere Richtung wäre schlauer gewesen, egal. Alter Schwede. Okay. Was will er mir hier sagen? Wir müssen tauschen. Ich hab Cole eingestellt, aber es passiert nichts. Okay, was genau ist so das, was musst du einstellen? Ich habe ganz viele Zahlen und ganz viele Buchstaben. Ich habe drei Buchstaben. Cole hätte perfekt gepasst, wenn... C-O-L. Ja. So hieß der Alte, glaube ich. Der Tode. Ach so. Ja, da steht bestimmt ein Name von dem Neuen. Ich glaube, dass meine Sachen, die ich hier sehe, das ergeben. Ich kann es nicht mehr ändern. Also der Text wird unwichtig sein unten. Ja, ja, deswegen meine ich. Also bei deinen Bauplänen wird jetzt auch der Name von dem Rahmen draufstehen. Okay, also ich habe ein Zahnrad, drehen sich im und gegen den Uhrzeigersinn. Dann habe ich einen Teil, das ist 6 lang und das andere ist A. Dann gibt es einen Alpha-Teil, das wird nach oben gerichtet. Mit einer 1 oder einer 9, sieht ein bisschen schlampig aus, und einer 2. 32 mal 4. Dann habe ich Sachen, wie sie sich zu drehen haben. 4C und FIG9 könnte Figur 9 bedeuten. Ein ganz großes Ganzes, was ungefähr aussieht wie die Postdinger bei mir. Das ist eine Uhr, 12369, dreht sich im Uhrzeigersinn. Da ist der Kopf des Vogels drauf. Und dann wird hier eine Seite X genannt, eine C, noch eine andere X, eine B, eine I. Also es ist halt ein Bauplan. Ja, ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass da irgendwo in der Beschreibung oder so steht, wie der... Das wie, Einzige, also, was du machen kannst, ist drei Buchstaben eingeben, oder was? Ja, Alphabet und eben machen. Diese Sonderzeichen. Mehr kann ich nicht machen. Ich vermute, dass der Käfig sich danach öffnet, sobald ich die drei Buchstaben richtig eingebe. Sonderzeichen, habe. So auch in Richtung Alpha, Beta, oder was? Nee. Diese skandinavischen Zeichen, dieses AE, das durchgestrichene O und das A mit Punkt drüber. Ich gehe ganz stark davon aus, dass ich den Namen vom Vogel hier eingeben muss. Waren Rätsel schon mal gebäudeübergreifend? Ja. Also wenn du da irgendwie... Also jein, beim letzten Mal konnten wir das Gebäude nur dadurch öffnen, dass wir den Schlüssel für dich aus der Postfiliale geholt haben. Und dadurch bist du dann ja erst da reingekommen. Ich weiß nicht, ob du da was einsetzen kannst. Du hast ja irgendwas von Zahnrädern gesagt. Ja, auf einem Bild sind zwei Zahnräder drauf, die sich... Du drehen kannst. Nee. Es sind nur Fotos. So. Ich habe nur Bilder, okay, so, die ich nur Fotos angucken kann. Dann... Ja gut, vielleicht ist irgendwo... Vielleicht hat jemand einem noch einen Brief geschrieben und da steht der Name dann noch. Also wenn du da bei dir jetzt nicht irgendwie in Anführungszeichen einen Namen entschlüsseln kannst... Ich sehe ein F, I und ein G mit einer 9 dahinter, ja. Aber das ist nur das ist die Beschreibung. Figur 9, also ja. Figur 9. Genau, davon bin ich auch rausgegangen. Ja, wir Alpha, Beta, wir haben halt Längen, die benannt werden, die, weißt du, das ist eine ganz normale... So ein bei einem Bauplan, wie ich ihn kenne, ist normalerweise rechts unten so eine Art Textfeld. Nee, es sind eher so Skizzen, wo die Seiten benannt wurden. Und in welche Richtung sich etwas zu drehen hat. Auch wie lang etwas ist. Hier bei einem Teil gibt es die Seite A, aber die andere Seite ist 6 lang, gehe ich von aus. Das hier ja, gut, oben. Ja, das wird einfach der Bauplan für das sein, was sie da gebaut hat. Können die anderen Räume, also anderen Häuser mal eben lass gehen? Vielleicht wird es irgendwo, erwähnt, wie er heißt, der Vogel. Moment, der Vogel heißt Cole mit K. Versuch das mal bitte. Mein Fehler, ich habe es gerade gesehen. Nicht mit C. K-O-L. Ja, war richtig. Okay, ja. Puh, gut, dass wir das noch gesehen haben. So, jetzt hat der Vogel sich aufgebaut. Jetzt habe ich eine... Was hast du bekommen? Ein Code, den er pfeift. Ah,
Oh! Ja, okay. Sein Auge leuchtet immer wieder. Das heißt, und dazwischen kräht er. Das heißt, es wird mir eine Reihenfolge von den Lampen angeben, die an sein müssen und aus sein müssen. Ja, okay. Ich kann es jetzt nochmal, warte, ich kann es nochmal starten. Hast du was zum Schreiben? Ja. Weil dann sage ich es dir einfach an. Aus, an, aus, an, 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 aus, aus, an, 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 aus, fertig. Ja, ich hätte es, aber ich glaube nicht, dass die Anzahl übereinstimmt. Das wird die Hälfte sein, denke ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hast du mir gegeben. Genau. Wir haben insgesamt 24. Auf jeder Seite 6, 4 Seiten. Ja. Okay. Das heißt, hier sind wir fertig. Das heißt, Post Office ist fertig. Ne, Haus war fertig, Haus ne? ist fertig. Puh. Post Office? Post Office. Morsecode brauche ich. Ach du. Ich habe ganz viele Safes, auf Okay. denen Nummern stehen. Ja, ich habe nur ein Morsecode-Ding. Und ich habe hier einen Brief. I'm so excited to re restore the clock shop with you, Lurk. Soon we are going to be a proper family again. Meet me in the basement of the shop. Warte, ich kann. Also meine Saves haben vier Zeiger und haben darunter einen Knopf. Wenn ich den einfach so drücke, Ich passiert glaube, nichts. das sind meine. Das ist wie die Postkästen gerade. Okay. Ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück. Okay. Beziehungsweise 11, aber beim Und du hast so 11. vier, das ist so eine Art Uhr mit vier Zeigern, ne? Und du kannst auch nicht alle einstellen, oder? Alle Doch, ich Uhrzeiten? kann alle einstellen. Okay. Also alle Uhrzeiten meine ich. Kannst du Ach zum so. Beispiel 11 Uhr Ja, ich einstellen? kann die auf je, ne, Oder kann ich rasten nee, kann die ich auf nicht. den Ja, die Dingern rasten ein? ein, Ja, die okay, das rasten sind ein. dieselben Dinger, die ich vorher hatte, Aber ja. ich habe vier Zeiger jeweils dran. Ja, genau. Okay, gut. Das Einzige, was ich hier machen kann, ist Morsecode. Ich habe auch sonst nichts. Ich brauche Punkte oder Striche, also, ne, langes oder kurzes Signal. Ja, habe ich hier nicht. Das habe ich hier nicht. Bei mir Dann. ist ja als erstes Mal hier Basement of the Shop ist so mein Hinweis, den ich hier noch habe. Dann erst in Ravens Clock Shop. Ja, würde ich sagen. Bei mir ist Zappenduster in Ravens Clock. Ja, ich kann Ich kann in runterscrollen und den bin im Keller Keller. Ja. und sehe Symbole. Ich auch. Wie so eine Maschine, Mikrowellenmaschine. Du kannst es anstellen. Ja, Dann musst du ein Spiel spielen. Glaube okay. ich. 3, 2, 1, Punkt, Punkt, Punkt. Dann geht's aus bei mir. Ja, ich habe dasselbe angeklickt wie zwei Sachen muss ich anklicken. Frau, oh fuck. Mal neu. Rabe, Zeit, Treppe. Rabe, Wo weißt du Zeit, das? Wie kamst du nein. da hin? Bei mir gehen die Dinger halt durch, also die. Es sind. Das Ding bewegt sich dreimal und dann fängt es an, die Punkte zu kommen. Ja. So, ich weiß. Und ich habe jetzt einfach mal das oben links genommen, aber. Fuchs, Schlange, Mädchen. Direkt. Auf was muss ich achten? Hast du auch einfach Symbole drauf, wie ich sie eben auch Ja. mal vorgelesen habe? Okay. Ah, wir müssen bestimmt die vom. An? Nee, die wechseln bei mir, oder? Wenn ich es anmache, wechseln. Das sind. Nee, das sind immer andere. Von daher kann es nicht. 3, 2, 1. Muss ich es in der anderen Das ist Reihenfolge? bestimmt wieder nicht Nein. schwer. Aber wir müssen doch hier irgendwie bestimmt wieder zusammen. Das wird ja nicht unser eigenes Rätsel sein. Auf der anderen Seite habe ich, also es sind andere Kombinationen hier.
Ich glaube, es sind. Aber. Was für Kombinationen versuchen rauszufinden? Also ich habe jetzt immer mal das, was oben links ist. Das ist es nicht. Ich habe einmal bin ich übers erste hinausgekommen, aber ich glaube, das ist Zufall. Dass es sich verschiebt, ist ja wohl kein Zufall. Es verschiebt sich aber immer um 4 Positionen, glaube ich. Oder jetzt müsste hier theoretisch Leiter, Wolf, Schlange beim nächsten. Leiter, Wolf, Schlange. Es verschiebt sich immer um 4 Positionen bei mir. Gegen den Uhrzeigersinn. Der Rabe ist aber bei mir immer richtig, wenn ich ihn als erstes anklicke. Also das Bild, was da, ja, also egal wo der Rabe ist, wenn ich den Raben als erstes anklicke, ist er immer richtig. Ja, bei mir auch. Das heißt, mit dem Raben fängt's an, aber wohin dann? Warte mal, das wäre bei mir Rabe. Oh, das kämen wir jetzt. Rabe, Zeit, hab ich Leiter. Das stimmt ja nicht, weil es immer Rabe, Zeit und Leiter wäre. Egal wo es ja ist, weil es immer 4 auseinander ist. Das Ding bewegt sich ja nicht. Muss was anderes sein. Ist bei dir genauso auseinander? Ja. Wenn ich immer 4 rückwärts gehen würde, würde ich auch Rabe, Zeit, Leiter drücken. Aber das kann es nicht sein, das ist es nicht. Rätsel. Interessant, das wäre also ist exakt gleich aufgebaut. Kannst du mal versuchen, einfach nochmal mit random, nur kurz das zweite rauszufinden? Okay. Weil ist das dann auch immer gleich? Ich glaube, ich werde das richtige Lied kennen. Soll ich vielleicht einfach 3 nach vorgehen? Ich hatte jetzt 3 richtig, aber warum weiß ich nicht. Okay. Also lustigerweise. Bei dem. Es war bei mir Rabe, dann Schlange. Ja, jetzt warte ist es mal. Nicht mehr richtig bei mir. Rabe, und dann stand da eine Schlange. 9. Dann stand da eine 9. Aber warum? Kriegst du eine Zahl nach dem ersten? Bei mir wird nach dem ersten die Schlange. Oh! Ja. Bei mir wird nach dem ersten die Schlange angezeigt, wenn ich die anklicke. Bei dir wird die 9 angezeigt. Also nach dem Raben kommt bei mir Punkt, Punkt, Punkt. Dann brauche ich nämlich deins. Genau, bei mir kommt nach dem Raben die Schlange. Und danach kommt bei mir eine 9. Die 9. Also, okay, Moment, ich mach nochmal. Rabe, Schlange. Ist jetzt bei mir falsch. Das heißt. Warum ist das jetzt bei mir falsch? Schlange. Und jetzt steht da eine 4. Das ist der Butterfly. Und dann brauche ich wieder eine Antwort von dir. Also mir fehlt halt noch mein. Also Rabe, Schlange, ja, habe ich. Dann Schmetterling. Das ich bleibt bei mir auch so. Biene, wie auch immer. Rabe, Schlange. Schmetterling 5. Wieso 5? Also bei mir steht jetzt eine 5 im Bild. Rabe, Schlange, Schmetterling, danach kommt bei mir eine 5. Da steht bei mir eine 7 jetzt. Ach so, weil das an siebter Stelle bei mir ist. Und dann Schlange plus 3. Ich bin gerade weiter, jetzt brauche ich deine Hilfe. Okay, ich hab's gecheckt. Wir haben auch relativ viel Zeit. Wir müssen beide gleichzeitig anfangen. Rabe. Okay, ach so, ja, okay, wir müssen nochmal zurück. Ja. Okay, auf 3. Wie hast du es mit den Positionen gerade? Gehst du im Uhrzeigersinn? Ja, oben links 1, 2, 3, dann 4, 5, 6, 7, 8 und die Reihen nach. Also so wie auf einem Numblock. Okay. Also aber nicht die verschieben Numblock. Sich doch, wenn ich das drehe. Ja, genau, die Zahlen ändern sich bei mir auch immer. Weil es sich da dreht. Ja, okay. Ja. Okay, also auf 3. 1, 2, 3. Okay, jetzt klicken wir den Raben an. Rabe. Schlange. Schlange. Dann ist es bei mir die 8, das ist der Schmetterling. Bei mir. Schmetterling, ja. Jetzt die 5. Das ist bei mir das Schloss. Ja, ist bei mir. Wolf minus 2 ist die Uhr. Die Uhr. Sanduhr. 5 nach unten ist die... Ist das Zahnrad? Okay. Es war zu langsam bei mir. Shit. Den, ja. Nochmal? Ja, warte. Okay. Ja? 1, 2, 3. Also. Rabe, Schlange, Schmetterling, Uhr, nein. Zahnrad. Nein, das ist schon falsch. Schloss, Uhr, ja, ja. Zahnrad. Scheiße, ja. Dann Leiter.
bei mir, weil ich bin. Puppe oder Wolf? Puppe! Nein! Also Rabe, Schlange, Schmetterling, das ist ja immer Rabe, gleich. Schlange, Schmetterling, genau. Schloss. Uhr. Zahn, Uhr. Zahnrad. Zahnrad. Leiter. War dann schon Leiter? Muss ja Leiter. Und du hast am Ende gesagt Wolf oder Puppe. Ja. Okay, also ich mach jetzt auch mal. Rabe. Rabe. Schlange. Schlange. Schmetterling. Schmetterling. Schloss. Schloss. Uhr. Zahnrad. Uhr. Uhr. Zahnrad. Zahnrad. Leiter. Leiter. Und jetzt brauche ich einen Hinweis von dir. Bei mir steht Puppet. Puppe. Okay. Diagonal 2 runter steht bei mir. Habe ich nicht. Schloss? Nee. Warum steht da diagonal 2 runter? Das Einzige, was uns. Von der. Ja. Von der. Von deinem. Also, es ist diagonal. Von der 2 diagonal runter. Also, das, die linke in der Mitte wäre es gewesen. Nee, wäre dann der Schmetterling bei mir. Ja, vielleicht kommt der nochmal. Ja, okay. Okay. Also, wir sind bei Rabe, Schlange, Schmetterling. Okay. Go. Wir sollten trotzdem relativ zeitgleich drücken, okay. Einmal, dass wir weitermachen. Dann sag mal, du auf den Raben drückst. Warte, also ich muss das Ding noch an. Ich drücke jetzt Rabe schon mal, weil ich sonst keine Zeit habe. Okay, sag, wenn du Rabe hast. Rabe. Schlange. Schlange. Schmetterling. Okay, Schmetterling habe ich auch. Schloss. Schloss. Uhr. Uhr. Zahnrad. Zahnrad. Leiter. Leiter. Puppe. Puppe. Rabe plus 2. Schmetterling. Schmetterling. 4 senkrecht oben. Schlange. Schlange. 4 senkrecht oben. 1, 2, 3. Wolf. Wolf. Feder. Also Rabe. Ja. Schlange. Lange. Die 5, wieder das Schloss. Ja. Zahnrad. Zahnrad. Zahnrad, Schlange. Ja. Rabe. Rabe. Escape. Leiter. Nein. Nein! Was ist denn dann Escape? Das Schloss vielleicht. Ja, okay. Escape ist. Okay. Shit. Okay, nochmal. Bist du bereit? Ja, das ist einfach falsch gedeutet, ja. Und. Mich werden es auch aufschreiben müssen, weil der Code ist derselbe. Ja. So. Rabe. Rabe. Schlange. Schlange. Schmetterling. Schmetterling. Schloss. Schloss. Uhr. Uhr. Zahnrad. Zahnrad. Leiter. Puppe. Puppe. Käfer. Also. Schmetterling. Schmetterling. Slither, was ist Slither? Schlange. Ja. Stimmt. Wolf. Wolf. 6 runter ist der Rabe. Schlange. Schlange. Zahnrad plus 3. 1, 2. Schloss. Ja. Zahnrad. Zahnrad. Schlange. Rabe. Rabe. Escape, wahrscheinlich das Schloss. Ja. Ja. Süden und Südost habe ich als für dich bekommen. Was hast du da stehen? Ich habe Nordost, Nordost. Ja, das ist für dein Dingens. Wir haben oben jetzt mit Sicherheit, wir haben oben jetzt auch Licht. Ja. Wir haben ja nur einen Text. Woo! Aber habe ich hier unten eine Zahl stehen irgendwie? Nein, ich brauchst du auch Nordost nicht. Nur. Das okay. Ist deine Uhrzeiger. Die 4. Für dieses Tresor-Ding. Mit den 4 okay. Himmelsrichtungen. Okay, wir haben wieder einen Text. Fangen wir mit dem ersten. Nee, du fängst diesmal sogar an. Okay. 3 patients from the nursing home in Hillbrook. Das ist eine Stadt einfach. Also 3 Patienten vom nursing home in Hillbrook. Have vanished in the middle of the night. The talented Emily Raven has returned from Switzerland. She is... determined to reopen and bring back glory to Raven's clocks. The police are looking for anyone who was in the vicinity of the nursing home yesterday evening. They are asking for assistance finding the missing patients. Patienten, also wie spricht man das denn aus? Patients ist doch eigentlich was anderes. Das ist doch. Gute Frage, ich weiß. Ihr wisst es. Ja. Patienten. Ja. The post office water damage is repaired and all post boxes are ready to be used again. There is already a letter in the postbox 34. Postbox 34 und dann haben wir den Code dafür, ja? Trotzdem mal kurz gucken. Ja, ja, klar. The tragic nursing home incident has reopened old wounds in our village. We
Hope these disappearances won't remain unsolved like those 5 years ago. We have no news when train service will return to our village again. The station is now permanently closed. Clarissa Shah, the generous benefactor of our new clock tower, died last month. At the opening ceremony next week, we will honor him, honor her memory. Okay, aber 34 war es, ja, richtig? Ja, 43. 43? Hatte ich eine 43? Ich glaube 43. Also ich habe zweimal Nordost auf jeden genau, Fall. Genau, du musst die vier Dinge auf NE, NE, Süden und SE stellen. 43, ich habe wenn es 43 gibt, dann mach 34. Ja. Dann habe ich also mich gerade. NE, NE, Süden und Südost. Südost. Ja, ist offen. Post Office Telegram. Ja. I feel like I was gone for such a long time. But for all the time I was away, it still felt short. Too short to finish my invention. Now we will have the longest lives ever. Longer than you could imagine. Okay, alles klar, ich verstehe schon. Es sind Shorts und Long, die ich brauche. Okay. Also ich okay. I feel like it was gone for such a long time. Long? Ja. But it felt short. Ja. Short? Ja. Long? Ja. Long? Ja. Ja, mehr habe ich nicht. Okay, lies da nochmal ganz vor. When you repeat this method, I will guide your way. Also nochmal von vorne so gesehen. Also kannst du mal von vorne, also... Ja, ist richtig. Also, aber lies den Satz trotzdem vor. Also es ist fertig, aber kannst du trotzdem vorlesen. It feels like I was gone for such a long time. But for all the time I was away, it still felt short. Too short to finish my invention. Now we will have the longest lives ever. Longer than you could imagine. When you've repeated this message, I will guide your way. Okay, jetzt bin ich kurz dran. Kleinen Moment. Ich muss nämlich jetzt einmal diesen... Okay, es kann sein, dass ich einen Fehler drin habe, aber ich glaube, ich hab's. Also ich habe jetzt die anderen Lampen. Jetzt weiß man nur nicht, welche Seiten ich habe. Bin ich Seite 1 oder bin ich Seite 2? Ich würde sagen, ich bin rechte Seite, weil mein Haus rechts stand und deins ist links. Jetzt nur die Frage, wo fangen wir? Wenn wir im Uhrzeigersinn anfangen, ist meins so gesehen... Nee, warte, ich glaube, da ist wichtig die Bilder, die ich habe in dem Haus. Da, ich bin ja auch eine Etage hochgegangen und die war ja für mich irrelevant. Von dem Vogel, der gebaut wurde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das sind die Lampen. Das ist sogar richtig. Es geht im Uhrzeigersinn. Das ist das, was ich dir sagen kann. Aber wer anfängt, steht hier nicht. Ich denke, ich werde anfangen. Und das wird bei dem Haus quasi, die Rechten sind doch mit Sicherheit die Ersten. Ja, genau. So würde ich es jetzt versuchen, ehrlich gesagt. Okay, dann sag mal, ich gehe Haus nach rechts. Moment. Du hast die. Okay, Also wir fangen bei dem Haus, bei der Mitte würde ich sagen, fangen wir an. Ja, das ist aus, an, aus. Aus, an, aus. Okay, jetzt gehen wir eins nach rechts. Dreimal an. Zum Haus. Dreimal an, ja. Zweimal aus. Einmal aus. Einmal an. Okay. Zweimal an, einmal aus. Zweimal an, einmal aus. Das jetzt müssten so gesehen deine kommen. Ja, das wäre dann aus. Aus. An. An. Aus. Okay. Aus, an, aus. Aus, aus. Aus, an. Ja. An, an. An. Aus. Aus. Und dann aus. An, aus. An, an, aus. Ja. Echt? Ja. Musstest du was drücken? Nee, bei mir hat sich die Tür geöffnet. Okay, siehst du die Lampen bei dir noch? Ja, sehe ich noch. Sag mir da mal ganz kurz nur, ich bin auch nur auf dem Kreis. Uhrzeigersinn. Also von 12 Anfang zu gesehen, von 12 nach rechts. Ja. Aus, an, aus. Ja. An, an. Ja. Aus, an. Da ist mein Fehler. Aus, aus. Oh, scheiße, der wievielte ist das, nachdem dreimal an war?
Der, warte, das müsste theoretisch einmal nach rechts drin, also beim Haus. Ja, das war der Seite. Fehler, bin schon da. Gut. Ein neues Häuschen. Achso, du bist, also ist bei dir offen? Ja, Entschuldigung. Okay. Ja. Gehen wir rein. Untere Etage ist bei mir nichts. Eine Lampe, aber nichts zum Machen. Ich kann die Leiter runterholen. Ja. Ein Text kommt bei mir mit der Leiter runter. All those years in Switzerland made it possible for me to finally finish the clockwork. So, my last memory of Lark was the suspicion thrown on her face. Wir können hochgehen. Ja, und da gibt's eine neue Leiter, wahrscheinlich mehr Text. Ja. I double-checked Lark's clock. It ran exactly as it should. At first, she didn't want the clock. She said she was tired of my presence. Wieder auf den Geschenken. It didn't occur to me that a crack in the clock face would make a difference. I held it out to her anyways, because I needed her to be with me. Vier Zahlen oben bei mir. Ja, kann ich trotzdem schon die Leiter anklicken? Ja. I had spent years collecting time for us. Time that would be added to our lives. I never told her that the time was stolen. Only that the clock would let us be together forever. Dinge anklicken? Nee, nicht wirklich. Also, noch mehr Zeiten. Ja. Neue Leiter. Instead she disappeared into the clock. I still haven't found her. She closed her hand around the clock and I never saw her again. Da ist ein leeres Glas bei mir. Ich hab einmal Linksklick drauf gedrückt schon. Dann kommt eine Animation. Ja. Habe ich auch. Ich glaube, wir sind durch. Warte, ich klick's nochmal an und stellt man's zurück und dann geht's nach oben. It didn't have to build a way out. I hope you and your friend appreciate it. You beat the game. Such a shame to see all that time go to waste. You have lost 104 minutes of your life. Deswegen... Die 104. Yeah, you have lost 104 minutes of your life. Emily added 100 minutes to hers. Lurk would have added 104 minutes to hers. Und damit sind wir wieder am Anfang. Die Uhr geht zu bei mir und es scrollt nach oben. Wahrscheinlich einfach noch so eine Art Outro. Ja, okay. War was ganz anderes, war super cool. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ja, vor allem halt wirklich mit Story. Die fand ich irgendwie interessant. Die vergisst man ja. Ich meine, du rätselst relativ viel und kommst eigentlich ja nur auf die Rätsel drauf. Und bei sowas vergisst man, finde ich, leicht die Story. Ja, das stimmt. Allgemein, aber sehr, sehr cool. Es waren sehr coole Rätsel. Ich finde es geil, dass du nicht mal online zusammen connectest, weil jeder seine eigenen Rätsel halt hat, aber man kann es alleine nicht spielen. Es geht halt nicht. Sehr, sehr geiles Game. 104 Minuten. Ich glaube, das war auch gar nicht so schlecht. Ich hoffe, ihr zu Hause hattet Spaß. Schaut auf jeden Fall bei Kunden vorbei. Und vielleicht gibt es sowas ja mal wieder. Ich weiß, dass We Were Here Teil 3 noch kommen wird dieses Jahr. Und da freuen wir uns natürlich auch schon drauf. Leute, vielen Dank fürs dabei sein. Schaut auch die Sicht von Kunden ran. Das ist ein Projekt, was man sich parallel auf jeden Fall hätte angucken können. Ich hoffe, ihr habt es gemacht. Das ist wichtig. Ich werde es einfach nur mal in dem Pre-Intro am Anfang sagen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann und ciao. Tschüss.